Leverkusen verhängt ein Wechselverbot für Florian Wirtz. Ist damit ein Transfer zum FC Bayern München nun endgültig gestorben? Zudem sprechen wir über die Bayern-Streichliste und auch, was Serge Gnabry über die anhaltenden Wechselgerüchte nun gesagt hat. Und ein weiteres Thema, die Transferrevolution, die jetzt in England startet. Sehen wir auch bald eine Revolution in der Bundesliga. Was damit auf sich hat, das erfahrt ihr gleich. Vorab lasst ein Like auf das Video da, ein Abo auf den Kanal, um auch in Zukunft keine News mehr rund um die Bundesliga zu verpassen. Und checkt wir auch gerne mal Instagram ab, Budi-Insight für noch mehr News. Leverkusen spricht ein Wechselverbot für den Bayern-Kandidaten Florian Wirtz aus. Was bedeutet das? Für wann gilt es? Und ist jetzt der Bayern-Transfer im nächsten Sommer wirklich nicht mehr realistisch? Der Transfer, das ist ja so ein bisschen die anberaumte große Investition der Bayern, die jetzt wohl im nächsten Jahr anstehen soll. Bis zu 150 Millionen Euro Ablöse fordert Leverkusen. Die Bayern machen sich aktuell bereit, diese Summe zu zahlen. Jetzt aber plötzlich das Wechselverbot. Aber da können wir gleich schon mal sagen, das hat jetzt tatsächlich Transferinsider Ekrem Kono berichtet. Es geht hierbei nur um ein Wechselverbot für den kommenden Januar. Sprich, Florian Wirtz soll die gesamte Saison 2024-25 bei seinem Club bei Bayer Leverkusen bleiben und eben nicht. Das liegt nicht unter anderem daran, dass Florian Wirtz irgendwie Wechselgedanken hatte oder sonst irgendetwas. Nein, er hat sich auch ganz bewusst dazu entschieden, diese Saison noch bei Leverkusen zu bleiben. Aber es geht eben auch um die Planbarkeit, denn zum einen Trainer Xabi Alonso hat sich das Ganze bei seinem, ja ich sage mal, bei seiner mündlichen Zusage für diese Saison zusichern lassen, dass Florian Wirtz im Laufe der Saison nicht abgegeben wird und natürlich auch die Geschäftsführung von Bayer Leverkusen jetzt 150 Millionen Euro im Januar einnehmen, hört sich jetzt erstmal gar nicht so verkehrt an, aber man müsste ja Florian Wirtz auch ersetzen und da hätte man im Januar einfach Probleme. Das bedeutet, ein Wechsel im Sommer 2025, der scheint allerdings immer noch sehr realistisch. Der FC Bayern München hat großes Interesse an Florian Wirtz, das ist kein Geheimnis und man wird ihn wohl auch zumindest mal im Sommer anfragen. Eine positive Wendung können wir jetzt aus Sicht des FC Bayern Münchens schon mal berichten, denn wie jetzt bekannt wurde, Real Madrid, die werden wohl nicht für Florian Wirtz mitbieten. Die haben ihre Prioritäten anders gesetzt. Sie werden nicht im großen Poker, der zwischen 100 und 150 Millionen Euro für den 21-jährigen deutschen Nationalspieler so anberaumt ist, sie werden definitiv nicht mit dabei sein. Zumindest mal der Stand jetzt. Mal gucken, was bis zum nächsten Sommer noch so passiert. Man weiß ja immer nie, was auf dem internationalen Transfermarkt so passiert. Vielleicht aber auch bald gar nicht mehr so viel. Zumindest mal ist das die Transferrevolution in England, die jetzt ab der kommenden Saison beginnen sollen. Wie die Times nun berichtet, ist es so, dass bereits alle englischen Clubs ihr Ja gegeben haben. Der Vorschlag ist, dass man das Transferfenster verkürzt. Das Ende soll nicht Ende August, also am 31. oder am 1.9. sein. Nein, es soll der 15. August sein und damit vor dem Beginn der nächsten Saison. Dann würde das bedeuten, man hat den Kader zusammen und beginnt die Saison mit der Truppe, die man hat. Also man spielt nicht schon die ersten Spiele und verliert dann vielleicht noch einen wichtigen Spieler. Das soll es eben nicht mehr geben. Genau das will man jetzt in England in der Premier League durchsetzen. Offiziell besiegelt ist der Plan noch nicht. Die Engländer hoffen, so berichtet es eben auch die Times, dass noch weitere europäische Top-Ligen genau da mitmachen und diese Transferrevolution umsetzen. Wie die Bundesliga zu der ganzen Sache steht, kann ich jetzt aktuell nichts zu sagen. Aber wenn die Premier League, die beste Liga der Welt, den ersten Vorschritt in diese Richtung macht, scheint das für mich ein richtiger Schritt zu sein. Und sind wir mal ganz ehrlich, allein für die Trikotverkäufe wäre das schon absolut sinnvoll. Du holst dir ein Trikot von einem Spieler und plötzlich wird er noch verkauft. Das macht aus meiner Sicht absolut keinen Sinn und es macht nur Sinn, dass man die Kader zusammen hat, wenn die ersten Pflichtspiele der Saison anstehen. Oder sehe ich das falsch? Schreibt mir eure Meinung zu dieser Transferrevolution gerne mal in die Kommentare. Revolutionieren, das müsste man eigentlich auch mal die Spiele, denn Jonathan Tah, der hat jetzt auch nochmal ganz deutlich gesagt, dass es einfach nur viele Spiele sind. Denn er wurde jetzt auf den überquellenden Spielplan angesprochen und da sagte er, ich kann da einfach nur zustimmen. Die Kritik seiner Kollegen, die kann er absolut nachvollziehen und irgendwann muss man eine Grenze setzen. Es muss eingegrenzt werden. Da stellt einfach mal die Frage in den Raum, wie soll man das Ganze überhaupt schaffen? Das Level, die Leistungen in so vielen Spielen zu halten. Wenn immer mehr Spiele dazukommen, dann kommen auch immer mehr Verletzungen und sowas dazu. Das ist etwas, das wir nicht auch so acht lassen dürfen. Zuvor hatte sich auch bereits Rodri oder Jules Koundé über die wachsende Anzahl von Pflichtspielen ja geäußert und das Ganze kritisiert. Kurz danach hat sich Rodri auch eine der schwersten Verletzungen, nämlich den Kreuzbandriss, zugezogen, was bestimmt auch mit extrem vielen Spielen zu tun hat. Bei Manchester City war es beispielsweise so, die haben innerhalb von 48 Stunden in den letzten Tagen zwei Pflichtspiele absolviert. Das kann eigentlich ein Körper fast nicht mehr mitmachen. Und das sieht man auch teilweise bei Barcelona. Die müssen jetzt teilweise die Jugendspieler auf den Platz stellen, weil einfach ihre Profis diesen Spielplan nicht mehr mitbestreiten können. Und da leidet nicht nur der Körper drunter, sondern auch natürlich die Leistung. Bin gespannt, schreibt mir auch da eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Sprechen wir kurz einmal über die Bayern-Streichliste, denn genau auf dieser soll ja unter anderem auch Serge Gnabry draufstehen. Wir können auch mal
mal kurz weitere Namen erwähnen. Das ist zum Beispiel ein Leon Goretzka für den Winter oder auch ein Eric Dier. Und vielleicht, wenn ein passendes Angebot kommt, würde man wohl auch ein Kingsley Coman ziehen lassen. Das sind so die ganz großen Kandidaten bei den Münchnern. Aber auch Gnabry war natürlich immer mal wieder ein Kandidat darauf. Jetzt hat er mittlerweile aber wirklich eine richtig gute Form. Seine intensive Vorbereitung, das hat er jetzt ganz klar gesagt, hat damit auch zu tun. Er hat sich richtig, richtig fit gemacht und fühlt sich richtig gut. Im Gespräch mit der ESPN, da hat er sich jetzt auch mal zu den anhaltenden Wechselgerüchten geäußert. Er sagte dazu, es war unmöglich, das nicht zu lesen, aber ich habe mich auf mich selbst konzentriert. Ich habe den Sommer genutzt, um wieder in Form zu kommen und mich gut vorzubereiten. Also ja, er hat diese ganzen Wechselgerüchte mitbekommen, aber hat jetzt hier in dem Interview auch nochmal explizit nicht weiter darauf eingegangen, nicht nochmal gesagt, wie es für ihn weitergeht. Er hat nochmal darauf hingewiesen, er hat noch langfristig Vertrag bei den Münchnern. Dementsprechend denkt er nicht an einen Abgang und bei der Form aktuell, muss man auch ganz klar sagen, da werden die Münchner ihn definitiv auch nicht ziehen lassen. Es gibt ja auch gar keinen Grund dafür. Joshua Kimmich hat beispielsweise auch seinen langjährigen Mitspieler Serge Gnabry und auch mittlerweile guten Freund gelobt und hat gesagt, er hat ihn selten so professionell gesehen wie in dieser aktuellen Phase. Denn man muss es ganz klar so sagen, die letzte Saison, das hat Gnabry auch in diesem Interview gesagt, die war total verkorkst für ihn. Nicht, weil seine Leistung nicht gestimmt hat, das kam noch dazu, aber weil er auch einfach extrem viel verletzt war. Also in dieser Form kann definitiv der FC Bayern München immer wieder auf Serge Gnabry vertrauen. Kommen wir zum nächsten Thema. Sprechen wir gleich über einen weiteren Flügelspieler, denn Kingsley Coman, der hat sich auch über seinen Bayern-Verbleib, über einen potenziellen Transfer geäußert. Er wurde nämlich am Mikrofon von beIN Sports genau mal zu seinem 300. Einsatz für die Münchner so ein bisschen befragt, aber natürlich auch, ob es nicht im Sommer tatsächlich zu einem Wechsel gekommen wäre. Da sagte er ganz offen, wir haben mit verschiedenen Clubs in unterschiedlichen Situationen gesprochen. Am Ende habe ich mich dazu entschieden zu bleiben. Das ist das Beste. Und ja, damit werden eigentlich die ganzen Gerüchte, die wir immer mal wieder gehört haben, hier mehr oder weniger bestätigt. Das haben wir alle mitbekommen. Er war kurz vor einem Wechsel zu Al-Hilal, wäre damit nach Saudi-Arabien gewechselt, hätte damit vielleicht die ein oder andere Million mehr verdient als bei den Münchern, aber hätte damit natürlich auch eigentlich die Profischuhe mehr oder weniger an den Nagel gehangen, muss man ganz ehrlich so sagen. Eine kleine Randnotiz, was wir zum Spiel Bayern-Leverkusen gegen die Münchner nochmal hier mit anmerken können. Ja, da hat Sven Ulreich sich auch mal in Richtung von Simon Rolfes geäußert und er sagte, Rolfes, sei leise, du Wichser. Das als Zitat mal ja reingeworfen und das hat gestern in den Medien so richtig Wellen geschlagen. Ich habe das auf TikTok und auf Instagram auch nochmal für euch gepostet. Schaut da gerne vorbei, Budi_Insight. Und ja, mittlerweile muss man sagen, haben die Bayern auch schon reagiert. Sven Ulreich hat sich beschimpft. Der wurde halt genau bei diesem Spruch, den er da gebracht hat, in die Richtung von Rolfes, von Simon Rolfes, gefilmt. Und das Ganze ging dann halt eben auf den sozialen Medien viral. Und da hat er sich jetzt entschuldigt. Simon Rolfes hat sich auch schon geäußert und hat gesagt, ja, hier alles im Eifer des Gefechts. Und ist ja jedem selber überlassen, wie man sich auch äußert. Was sagt ihr zu den ganzen anderen Themen aus diesem Video? Schreibt gerne einen Kommentar und lasst ein Like auf das Video da, falls ihr es noch nicht getan habt. Das war es von mir. Bis dann, Leute. Ciao.